Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Jetzt in den vergangenen Videos haben wir gesehen, wie eine Gleichstrommaschine funktioniert, wie sie aufgebaut ist, welche Windungen sie hat und so weiter. Das haben wir uns ja ziemlich genau angesehen. Da haben wir hier, ja, das war das letzte, was wir so hergezeigt haben. Gell? Jetzt ist das alles, Prinzipskizzen im Endeffekt. Jetzt möchte ich herzeigen, wie so eine reale Gleichstrommaschine im Prinzip aufgebaut ist. Das da unten war eh schon ein ziemlich gutes Beispiel, ist aber trotzdem noch eher prinzipiell. Jetzt möchte ich herzeigen, wie sowas in echt aussieht, ja? Wie man sich sowas vorstellen kann. Was wir auf alle Fälle haben, ist natürlich eine Rotationsachse. Ich will das da jetzt ein bisschen einzeichnen. Das soll so die Rotationsachse sein. Dass das symmetrisch ist, das ist vielleicht ein bisschen falsch, dass ich das so durchzeichne. Ich möchte es aber trotzdem machen, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben natürlich eine Motorwelle. Ja? So eine Welle haben wir da irgendwo. Dann haben wir natürlich den Läufer, der relativ rund ist. Der rund ist, sagen wir so. Und der hat Nuten drinnen. Ja, der hat da so Nuten drinnen und in diesen Nuten liegen eben diese Windungen, das sind diese Nuten hier. Okay? Da sind so Nuten drin und da braucht man nicht viel, weil da liegen jetzt nur einzelne Stäbe. Okay? So, was haben wir dann noch? Dann haben wir da die Pole, die Hauptpole. Ich zeichne hier jetzt eine vierpolige Maschine, das heißt, es gibt da nicht nur zwei Pole, sondern vier Pole und die sind halt abwechselnd Nord-Süd, Nord-Süd. Das ist dann praktisch so wie zwei Maschinen, zweimal diese eine Maschine, die wir aus der Prinzipskizze kennen, auf einmal. So zeichnen wir das. Passt. Dann haben wir nur ein Gehäuse, das die Pole miteinander verbindet. Hier schließt sich praktisch das Magnetfeld der Pole. Gibt es von außen auch Gehäuse. Ein Standfuß üblicherweise. Ja, da montieren wir es. Da steht es. Da steht es. Okay. Ah, so schaut das aus. Was wir hier herinnen haben, an und für sich, sind Erregerwicklungen. Also da sind so Wicklungsbackerl drauf, da sind Drähte herumgewickelt und in diesen Wicklungen da drinnen, da rinnt halt der sogenannte Erregerstrom durch. Normalerweise sind das keine permanent erregten Magnete, sondern wird halt der Elektromagnet gemacht und das sind halt da diese Windungspakete, sind da über die Füße der Pole geschlungen. Das ist ein Kupferdraht, der da rundherum geht. Das können schon durchaus beachtliche Backeln sein, die da drauf hängen. Ja? Die machen das Magnetfeld, das Erregermagnetfeld. So schaut das aus in etwa. Die sitzen da unten auf diesen Polschenkeln. So. Dann haben wir natürlich nur den Kommutator, den zeichne ich jetzt nur auf der rechten Seite hier ein. Also der ist ein bisschen größer wie die Welle. So irgendwie und so irgendwie. Und hat viele Lamellen. Das ist dieser Kommutator mit seinen Kommutatorlamellen. Ja, und bei einer zweipoligen Maschine habe ich ja zwei Bürsten gebraucht. Und da brauche ich also vier Bürsten. Da sind halt da irgendwelche Bürsten so drauf, die halt irgendwie gelagert sind und diese Lagerung, zeichne ich jetzt nur so ein, das druckt halt da drauf. Gell? Da unten haben wir auch eine Bürste. Also das, der rechte Teil ist praktisch jetzt so die Ansicht, wie es ausschauen würde, wenn ich einfach von draußen drauf schaue, wenn ich das einfach aufschraube. Und der linke Teil, da habe ich den Rotor aufgeschnitten, da sehen wir, da drinnen liegen diese Stäbe. Da drinnen, da
liegen diese Stäbe, eine Unterlage und eine Überlage gibt es normalerweise. Das schauen wir sie nachher an, deswegen habe ich das da unten vorbereitet, die Stäbe. Und die sind halt daher ja auch die zum Zeichnen, weil da wird ja alt. Die sind da praktisch überall über den gesamten Rotor verteilt. Und da sind diese Windungen drinnen. Ja, und diese einzelnen Lamellen sind halt da entsprechend verbunden. Okay? Was eine größere Maschine dann auch noch hat, sind sogenannte Wendepole. Ja, die Wendepole, da ist ja die neutrale Zone zwischen den Polen, ja, und da gibt's üblicherweise dann nur so kleine Pole, die da rauskommen von irgendwo. Dazwischen so angeordnet, deswegen ist das da üblicherweise schräg, so, das schaut schon so ähnlich aus. Ja. Und da hängen ebenfalls, ja, also das da sind Erregerwicklungen. Und da außen hängen die sogenannten Wendepolwicklungen. Da sind halt auch da irgendwelche Spulen drauf, ja, die ebenfalls von einem Strom durchflossen werden. Warum und wieso werden wir noch sehen. Ja, und das sind die Wendepolwicklungen. Die erzeugen ebenfalls ein Magnetfeld von einer ganz bestimmten Größe. Wozu wir hier dazwischen ebenfalls ein Magnetfeld brauchen, das werde ich in den kommenden Videos erklären. So viel sei gesagt, die Funktion, die prinzipielle Funktion, mit der prinzipiellen Funktion hat es nichts zu tun. Das ist eine Störungsbeseitigung. Ja, wir müssen damit ein bisschen an einer Störung leben, die Ankerrückwirkung, aber zu dem kommen wir noch. Ja, und das sind halt meine Pole. Ja, so schaut das aus. Das sind Wendepolwicklungen. Also die Dinge da heißen Hauptpol. Ja. Das sind Wendepole. Das ist der Kommutator da. Stromwender. Kommutator. Ja, das sind die Bürsten, sogenannten Bürsten. Und das da ist der Rotor. Rotor, Stator, passt. Ja. Was wir dann noch haben bei größeren Maschinen, sind da drinnen, im Pol, im sogenannten Polschuh, ja, von den Hauptpolen, da drin, sind irgendwelche ebenfalls Windungen. Ja, komisch, ne? Wird also kunstvoll eingefräst praktisch. Sind da ebenfalls Windungen drin und da drinnen rinnt ebenfalls ein Strom. Ja, ich zeichne das jetzt mit Blau ein da. Ja, was ist das jetzt? Ja, das ist die sogenannte Kompensationswindung. Wicklung. Die sind da drin, in den Polschuhen der Hauptpole. Ja. Was ist die Kompensationswicklung? Ebenfalls funktional irrelevant, ja, vollkommen irrelevant. Das Einzige, wieder diese Ankerrückwirkung, die wir uns in den kommenden Videos ansehen, werden durch diese kompensiert. Okay? Also so schaut das aus, Kompensationswicklung. Ja, so ungefähr, ich sage jetzt auch ein Foto her, wie so eine Gleichstrommaschine wirklich, wenn man es aufschneidet, ausschaut. Und da werden wir erkennen, da gibt es eben diesen Anker, diesen Rotor mit den Stäben, da gibt es den Kommutator, da gibt es die Bürsten und so weiter. Und das schaut dann schon so aus ungefähr. Ja? Also so ist der reale Aufbau. Wir sehen, es unterscheidet sich nicht so vom
vom grundlegenden Prinzip reale Aufbauscheibe. Ja, also so schaut das aus. Jetzt zu diesen Wicklungen hier. Ja. Ich habe das probiert, da unten etwas einzuzeichnen, so wie üblich. Ja, so wie üblich habe ich das da unten eingezeichnet. Was sehen wir hier? Das hier ist der Kommutator, ja, also der Stromwender. Das hier sind die Bürsten, soll das symbolisieren, die Bürsten. Und das sind die Wicklungen. Dieses strichpunktierte Zeug, was ich da drin eingetragen habe, das sind praktisch die Pole, ja, also das sollen die Pole sein, also das ist praktisch das hier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und das ist der Rotor so aufgeteilt. Ja, und dazwischen die Wendepole, die habe ich halt nicht eingezeichnet, das ist halt nur die Wendepole, die sind bei mir noch nicht. Ja, also das da hinten sind die Pole und wir können ja sagen, okay, da gibt es einen Nordpol, da gibt es einen Südpol, da gibt es einen Nordpol, da gibt es einen Südpol, die sind immer so abwechselnd, da wird der Strom in die richtige Richtung durchgeschickt, das ist da schon Nord, Süd, Nord, Süd und dann bildet sich immer so Magnetfelder aus. Ja, und das funktioniert eigentlich so. Und jetzt schauen wir sich an, was da passiert, dass da unten, ich meine, hier unten rinnt der Ankerstrom hinein. Ja, also da habe ich Stromfluss, ja, rinnt der Ankerstrom hinein. Jetzt ist mir natürlich ein Stift hinuntergefallen, der schwarze. Der rinnt da rein und jetzt, ich meine, es ist nicht sehr übersichtlich, aber wir werden jetzt da das Farbe herausheben. Der Ankerstrom teilt sich hier auf, hier ist dann IA halbe, ja, und hier haben wir auch IA halbe. Da rinnt er hinein. So, jetzt rinnt er da über die Bürste auf den Kommutator und jetzt zeichnen wir das einmal ein, wie sich der Strom da drinnen aufteilt. Also er rinnt da eine, ja? Da ist ihr halbe. Ja? Dann teilt er sich da wieder auf links und rechts. Ich folge jetzt nur einem Pfad. Also er rinnt hier praktisch in diese Richtung, dann hier hoch in dieser Nut, ja? In irgendeiner Nut da rinnt er hoch. Ja, dann rinnt er darüber und jetzt zeichne ich das Strichlier ein. Es ist schon noch immer die gleiche Windung, gell? Und der rinnt darunter und hier unter dem nächsten Pol praktisch, ja, rinnt der dann ebenfalls in einer Nut, nur eben auf einer Unterlage oder Oberlage, das ist jetzt eigentlich egal, ob das oben oder unten liegt, halt die Strichlierten liegen immer unten und die anderen liegen immer oben in dieser Nut drinnen. Aber praktisch gemeinsam in der Nut, kommt da runter und kommt da hier zu diesem nächsten Kommutatorsegment. Okay? Das nächste Kommutatorsegment, ich meine, da kann es nirgends hin. Ja? Wie muss denn der Strom? Also wir haben gesagt, da rinnt er hier nach oben, der Strom, und hier rinnt er nach unten. Ja? So war das. Das nächste Kommutatorsegment ist nicht verbunden, das heißt, der Strom, der muss hier weiter rinnen. Der rinnt hier weiter und da rinnen wir wieder nach oben. Also da unter dem Pol rinnen wir wieder nach oben. Wir erkennen schon, unter dem Pol, diese zwei Drähte erfahren jeweils eine Lorentzkraft und die gehen in irgendeine Richtung. Ja, und damit fangen sie der Rotor an zum Drehen. Und hier gehen wir wieder nach unten. Da haben wir wieder ein Pfeilchen nach unten. Gell? Wunderbar ist das. Und wenn wir diesen Strom hier, da kann es wieder nicht weg, immer weiter verfolgen. Das ist ja, mittlerweile haben wir da ja IA Viertel, okay, rinnt da. Weil der teilt sich ja hier auch wieder nach links auf, zeige ich ja her, wo der hingeht. Ja. Dann kommen wir drauf, die haben das so geschickt gewickelt jetzt, dass wir hier immer wieder in die richtige, unter einem Pol in die richtige Richtung gehen. Ja. Ich möchte gleich sagen, bei der hundertprozentig passt die Maschine nicht, weil da, wir werden gleich sehen, was hier, wo wir hier hinkommen. Runter, auf. Da eigentlich, ja. Eigentlich sind wir hier schon in der Mitte des neutralen Bereichs. Eigentlich müsste die Bürste hier rüben sein. Aber
für die Prinzipskizze reicht, ja, die Bürsten sind hier nicht ideal eingestellt. Wir laufen hier noch immer nach oben durch, nach unten, ja, hier rüber. Da laufen wir nach wie vor nach unten, ja. Und jetzt sind wir endgültig bei einer Bürste angekommen. Okay? Jetzt rinnt da praktisch IA4, rinnt da eine und kann da wegrinnen über die Bürste. Ne? Sehen wir uns noch die andere Seite an, wo die hingeht. Ne? Also wenn ich das jetzt da mit grün einzeichnen darf, jetzt das andere Viel rinnt da um. Rinnt da nach oben, schau, in der gleichen Nut liegen diese zwei und rinnen beide nach oben. Das ist mal schön. Ja? Rinnt hier rüber. Hier geht es nach unten. Und jetzt sind wir da. Ja? Jetzt können wir von diesem Kommutatorsegment können wir nirgendwo anders mehr hin. Ja? Also hier haben wir auch IA Viertel, ja, also die grünen Pfeile sind auch immer IA Viertel. Jetzt muss es da weiter rinnen und schau, es rinnt wieder in der gleichen Nut und wieder rinnen wir nach oben mit unserem IA Viertel. Das heißt, in einer so einer Nut haben wir eigentlich eh IA halbe drinnen. Ja. Da geht's durch, wieder auf dieses Kommutatorsegment. Hier geht's nach unten und schau, unterm Nordpol geht's schon wieder nach unten. Das ist genauso wie hier unterm Nordpol. Geht nach unten, gell? Also diese Windungs, es gibt verschiedene Windungsformen, das möchte ich auch erwähnen, ja? Also das hier ist eine sogenannte Schleifenwindung, es gibt dann noch Wellenwindungen, es gibt wirklich kunstvoll gestaltete Windungen. Das ist halt so, weil bei einem Produkt, was schon viele, viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ja, das dann entsprechend komplex hergeht und sie oft öfter Leute was Neues überlegen. So. Das heißt, da rinnen wir immer nach unten, da rinnen wir immer nach oben, dankenswerterweise. Hier geht's auch und hier kommen wir auch nochmal nach oben durch. Ja. Also unter jedem Pol, dank dieser Windungsanordnung, unter jedem Pol rinnen wir in die richtige Richtung. Okay? Und jetzt kommen wir wieder zu diesen. Ja. Jetzt heißt, das andere Viel von dem Strom rinnt da raus. Jetzt rinnt da Viel raus von dem Strom, jetzt rinnt da Viel raus von dem Strom. In Summe rinnt also hier zurück ihr halbe. Und jetzt schauen wir uns noch was an, was hier rüben passiert. Also, weil ich das hier rüben auch einzeichnen darf, hier rinnen wir rein, hier mache ich halt orange, diese eine Seite, back. Geht's da um, da hoch, Südpol, sind wir wieder von unten nach oben unterwegs, genauso wie hier, super, ja. Geht's hier rüber, das ist praktisch der da, glaube ich, ja genau, das muss der sein, da geht's nach unten, wunderbar, hier kommen wir retour, und hier kommen wir hier retour, jetzt sind wir da, okay, das ist ja so aufgeschnitten praktisch, ja. Legen wir da. Auch hier haben wir wieder IA Viertel drinnen. Ja, die halber da teilt sich auch auf die beiden Seiten. Warum? Weil die Impedanzen gleich sind. Und jetzt zeichnen die das einfach wieder. Jetzt haben wir ja mitbekommen, wie das praktisch funktioniert. Und wir können da relativ schnell durchgehen. Auch hier ist es wieder so gelöst worden, dass wir hier, das Segment ist praktisch das Segment, also, dass wir hier mitbekommen, wie das eigentlich aufgebaut ist, gell? Zack, da kommen wir auf, das ist die Linie, pack, die geht da weiter, und dann geht's da runter, tuk, 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 da geht's nach unten, muss ich sagen, hier nach oben, Pfeilchen nach oben, zack, zack, da geht's weiter, hier nach oben, jetzt sind wir endgültig auf der linken Seite schon rüber, hier nach oben, da ist praktisch nach oben, ja, hier rüber
und der geht es nachher nach unten. Also immer gleichsinnig durchflossen und jetzt sind wir da bei der Bürste. Ja. Jetzt kommt von der Seite der grüne Strom, das war ihr Viertel, jetzt kommt von der Seite dieser orange Strom, das war ihr Viertel. Das heißt, was hier rausrennt, ist wieder ihr Halbe. Zwei Vierteln sind Halbes. Ja. Wunderbar. Jetzt brauchen wir uns nur mehr anzusehen, die zweite Seite praktisch von dieser. Und die geht halt darüber. Das ist der da. Da geht es nach oben. Und der kommt, wo kommt der retour? Da. Ist eh klar, ja. Also die nächste freie praktisch, weil das ist ja schon die orangene, ja, kommt da runter. Hier geht's runter. Und auch hier haben wir einen Strom von IA Viertel, der da rinnt. Also der Strom hat sich ja aufgeteilt. Jetzt haben wir vier parallele Ankerzweige, gell? Vier parallele Ankerzweige haben wir die. Pro Pol, Paar. Jeder Pol macht praktisch einen Ankerzweig. Pro Pol war immer zwei. Und schau, das heißt, jetzt geht's da rauf, da nach oben, darüber. Und diese vier parallelen Ankerzweige, die zeichne ich hier eben mit den verschiedenen Farben ein, mit den Pfeilchen, wie die Ströme rinnen, dass wir uns das gut vorstellen können. Da nach oben. Da nach unten. Na, schaut doch sehr schön bunt aus. Ja, schön bunt, schön bunt. Da nach unten. Ich zeichne hier abwechselnd, also abwechselnd, absichtlich immer etwas daneben, dass wir die Farbe noch erkennen, weil das Blaue und das Graue, das Schwarze, das schaut ja sehr ähnlich aus. So, jetzt kommen wir hier runter, eine von den letzten Linien, zack, ja, nach unten. Jetzt ziehen wir hier, jetzt kommt hier der blaue Strom und der rote Strom zusammen. Der blaue Strom ist ein Viertel, der rote Strom ist ein Viertel, also haben wir hier ebenfalls IA halbe, die da rauskommen. Und in Summe rinnt heraus der Strom IA. Ja, und die Windung ist jetzt so angelegt, dass wirklich unter jedem Pol geht es halt in die gleiche Richtung. Wir sehen, oft sind es zwei Stäbe, eine obere und ein unterer Stab. Manchmal macht man das auch nur ein paar Mal im Gras, dass das nicht praktisch eine Windung ist, sondern mehrere Windungen. Nein, da sind halt entsprechend mehr Stäbe in so einer Nut drinnen. Aber im Prinzip rinnen immer zwei parallele Ankerzweige durch so eine Nut durch. Ja. So schaut das aus. Ja. Und jeder dieser Einzelströme erzeugt unter dem Magnetfeld eben eine gewisse Kraft, eine Lorentzkraft wirkt da auf den Strom. Ja. Und dadurch entsteht eben dieses Moment. Ja, das haben wir ja das letzte Mal da besprochen. Ja. Also jeder dieser Ströme, jetzt wissen wir, okay, es ist nicht ein Strom, der da drinnen rinnt, sondern eigentlich mehrere parallele Ströme, die da rinnen. Aber ja, so ist der reale Aufbau. Gell. Hat sich schon wer etwas überlegt, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier drinnen, haben wir verschiedene Sachen gesehen, die habe ich jetzt einfach so erwähnt, wo wir jetzt nicht genau wissen, die mit der Funktion nichts zu tun haben. Das waren nämlich die Wendepole und die Kompensationswicklungen. Was es mit dem auf sich hat, nämlich das, was das kompensieren soll und was die Wendepole auch ebenfalls helfen soll, das ist das die Ankerrückwirkung. Ja? Was es mit Ankerrückwirkung auf sich hat, und was das bedeutet und was da auf was rückwirkt, ja, werden wir im nächsten Video sehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.